Die häufigsten Ursachen für Arthrose sind zum Beispiel Fehlbelastung. Also wir haben Klassiker bei der Kniearthrose, die X- oder O-Beinstellung. Da geht einmal außen und einmal innen zu viel Belastung auf den Knorpel, dann geht dann mit der Zeit kaputt. Wir haben das Übergewicht. Das Übergewicht einfach, wenn man 40 Kilo zu viel hat, gehen 40 Kilo zu viel Druck auf den Knorpel, dadurch geht er wieder schneller oder früher kaputt. Wir haben ganz häufig Sportverletzungen im Knie oder im Hüftbereich, zum Beispiel beim Fußball oder anderen Ballsportarten. Diese Verletzungen, die oft in der Jugend auftreten, machen sich dann, wenn man älter wird, in Form einer Arthrose sehr häufig bemerkbar. Wir haben aus meiner Sicht natürlich die zwei absoluten Hauptarthrosegründe. Das ist einmal der komplette Bewegungsmangel in unserer heutigen Zeit, der ja jetzt seit 30 oder 40 Jahren sich schon abzeichnet. Bewegungsmangel heißt Knorpelminderernährung durch fehlende Bewegung. Und wir haben diese andauernden Sitzhaltungen oder feststehenden Haltungen bei der Arbeit. Das heißt, es werden nur minimale Gelenkwinkel durchbewegt über längere Zeiträume und das ernährt den Knorpel schlecht und dadurch geht er irgendwann kaputt.